und viele Wheelchairs, das ist auch ganz wichtig. Damit das zeitlich, historisch alles korrekt ist. So. Alter, Schokolade! Das wäre doch ein cooler Custom NPC. Du kannst sie so anklicken und dann kannst du, hast du nur diese Option, ich möchte gerne Schokolade an sie verkaufen. Dann er so Schokolade und dann so, ja, Schokolade. Schokolade! Und dann rennt er dir hinterher und versucht dich zu töten. Kann man das machen, dass man verschiedene Optionen hat, was man der Person weiß sagt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, wie komplex das letztendlich ist. Es soll sehr komplex sein, hieß es. Man soll da ganz gut was mit Quests machen können und so weiter. Aber ich glaube, das kostet unheimlich viel Zeit, allein einen richtig einzurichten. Also wenn du da irgendwelche komplexen Questlinien machen willst oder sowas, ich glaube, hast du eine Themenwelt für sich. Allein an den Leuten. Ich weiß auch nicht, ob man das mit anderen verknüpfen kann. Ich weiß auch nicht, ob man da wirklich komplexe Aufgaben machen kann. Oder ob das nicht einfach nur so ein einfaches Zeug ist. Sowas wie, ich hätte gern zwei Fisch. Dann gehst du los, angelst zwei Fische, gibst ihm die und er gibt dir eine Belohnung dafür. Ja, also ich hätte schon gern eine Questlinie. Dass wenn man die eine Quest abgeschlossen hat, dass man dann die nächste machen kann. So, langsam. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, dass man, wenn man alle Quests macht und durch das Rumlaufen von Ort zu Ort, dass man da vielleicht insgesamt eine Stunde beschäftigt ist. Okay. Oder eineinhalb, dass das Ganze in Grenzen ist. Nur, dass es nicht nur angucken ist, weil es ist ganz nett, sich das anzugucken, die Gebäude, aber dass man auch ein bisschen was machen kann. Zum Beispiel halt koreanische Kriegsgefangene hinrichten. Okay. Ja. Was dann, wenn das wirklich ein bisschen komplexer gehen sollte, was dann ziemlich cool wäre und auch sinnvoll, dass du die Leute quasi dadurch so durch diese Themenwelten durchlotst, dass sie von allem mal ein bisschen was sehen. Ja, genau, ja. Das habe ich auch vor. Ich mache da ja Wege. Und die sollen durch jedes Dorf geführt werden. Und wenn, ich habe da zum Beispiel so eine Küste, die ist recht lang gezogen und die sieht mega geil aus. Und da werde ich den Weg so setzen, dass sie an der ganzen Küste lang laufen, weil das einfach so genial aussieht, da die Natur. Und ich werde die durch die ganze Welt lotsen. Wobei wir dann mal gucken müssen, wie viel Zeit für die Gäste dann tatsächlich da ist. Weil in erster Linie sollen die ja erstmal ihre Grundstücke bewirtschaften. Ja, das ist auch ein bisschen an die Leute gerichtet, die hier fest auf dem Server sind. Also, dass vielleicht Hater das mal machen kann, wenn er möchte, dass du das mal machen kannst. Aber ich sag mal so, wenn das Gäste sind, mit denen man gut klarkommt, dann zögere ich nicht, die auch öfter mal einzuladen. Weil ich meine, Bio-Banane und Failmaster und Hater, das waren auch alles mal nur Gäste. Und trotzdem sind sie da. Torgix war auch nur mal ein Gast. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Und jetzt treffen wir uns einfach mal so auf seinem Geburtstag oder einfach mal so auf den Weihnachtsmarkt gehen oder sowas. Das ist natürlich jetzt der Zufall, dass er in der Nähe wohnt. Ja, und ich habe mit ihm Silvester verbracht. Das ist schon. Kann sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein Gast war. Wahnsinn. Ich meine, das hätte ja auch nur so ein random Typ sein können, den wir dann einmal als Gast haben und dann ist er wieder weg. Ja. Und das ist ja das Interessante dabei. Die meisten Leute, die wir so kennen, die haben wir einfach so über dieses Gastsystem kennengelernt. Ja. So habe ich UK kennengelernt, so habe ich Mining kennengelernt, so habe ich
Ja klar, auf jeden Fall, wenn dann eine Person ein bisschen länger hier da ist oder ein zweites Mal, das wäre dann natürlich schon gut, wenn die Person das dann machen kann mit so einer Teamwelt, ne? Ja. Wenn Interesse besteht. Und wenn ich 2-3 Teamwelten fertig habe, dann ist ja sogar noch eine Auswahl da. Habe ich jetzt Bock auf Japan oder Europa im Mittelalter oder... Das regt mich gerade ein bisschen auf, dass hier gar nichts geht. Mit Online Picture Frame, oder? Ja, ich hatte hier auch ein paar Bilder bei mir rumhängen und die sind alle irgendwie aus. Die sind gespeichert, die URLs. Und auch die Größen sind alle noch gespeichert. Nur werden die nicht geladen. Vielleicht muss ich die Mod wirklich mal updaten oder so. Mal gucken, woran das liegt. Mensch, wir hatten ein Gesprächsthema, unglaublich. Ja, es ist faszinierend, dass das doch mal geklappt hat. Ja. Ach, das lasse ich da. Das ist lustig mit der Biene. So. Ja, ich versuche gerade irgendwie meine ganzen Kisten mal zu leeren. Kein Wunder, dass das funktioniert, so. Weil das muss jetzt alles rüber in meine Wohnung. Jetzt leere ich gerade meine ganzen Pflanzentruhen aus. Das sind auch irgendwie 5 Truhen, 3 Goldtruhen, 2 Eisentüren, Truhen. So. Wen haben wir denn noch alles kennengelernt über Gäste? Eigentlich alle, ne, oder? Also ich mein Failmaster. Ja, also bis auf die Leute, die wir über Torgix kennen. Ja. Wobei Hater auch nicht unbedingt als Gast. So, nur so halb als Gast. Der ist über Bloomcake in Infinity reingekommen. Wie gut, da war er dann quasi Gast oder neuer Mitspieler. Also ein Projektmitspieler. Reingekommen als ein Bekannter von Bloomcake. Und dann später war der Gast. So, aber trotzdem, die Leute kennen wir ja irgendwie dann ja doch über YouTube. Ja. Das stimmt. Nils kennen wir auch über YouTube. Das war auch so ein komischer Pappenheimer. Ja, ich hab Nils, glaube ich. Och, wie, was war das? Das war so ein Projekt, wo wir in 2 Teams waren. Mit 2 Teams. Und dann haben wir gegeneinander gekämpft. Oder war 3 Teams. Stream? Oder? Ja. Das war ein Stream bei. Also den hab nicht mal ich gestreamt, sondern den hat Bio gestreamt. War das nicht irgendwie die Schweiz gegen. Irgendwie sowas. Ich hab das nicht. Ich hab das auch. Nee, Bio hat das gestreamt und ich hab das gestreamt. Nur bei mir ist das nicht geblieben. Bio hat das eventuell sogar noch auf seinem alten Hitbox-Kanal, also jetzt auf Streamcast oder wie das heißt. Da kann man das teilweise noch einsehen. Ich hab auch mal versucht, da Videos von runterzuladen und dann halt bei mir hochzuladen, aber da hast du leider eine Latenz. Deswegen habe ich das dann aufgegeben. Ja, aber das ist doch faszinierend irgendwie, ne? Dass du die Leute halt so kennenlernst und das dann halt wirklich zu guten Bekannten, wenn nicht gar Freunden werden. Ja. Und man die Leute halt gerne auch mit denen zockt, mit denen labert, die in Projekte einlädt. Ja. Und deswegen will ich das mit den Gästen unbedingt wieder anfangen. Ja, dann vor allem, da kommt automatisch wirklich Gespräche zustande. Richtig. Und Abwechslung und das wäre unbedingt was. Also wenn du vorher irgendwas vorbereiten musst auf dem Server oder so, wie ein Besucherhausen anfertigen, dann helfe ich dir doch gerne, um das Ganze zu beschleunigen. Dann würde ich mit Belde gerne mal anfangen, aber das würde ich dann tatsächlich auch als Aufnahme machen, weil das, glaube ich, ganz gut ist, wenn das als Aufnahme verfügbar ist. Dass man auch von dem Besucherhausen
Oder Multibanana City. Den Namen fand ich gar nicht schlecht. Wenn man den Werdegang da so ein bisschen sieht. Und dann nicht auf einmal so ein fertige, fertige, in Anführungsstrichen, Bauflächenstadt entstanden ist. Es ist natürlich auch ganz klar, dass man dann auch Leute mal kennenlernt, mit denen man nicht so gut klarkommt. Ist normal, hatten wir auch in der Serie, wobei wir da ehrlich gesagt Glück hatten. Also wir hatten jetzt keinen irgendwie, wo ich jetzt direkt den irgendwie rauswerfen musste, weil der irgendwie total scheiße ist. Der einzige, der rausgeflogen und gebannt wurde, war Misuti, aber auch nur, weil der unser Feuer ausgemacht hat. Oh, ja. Das ist ein Instant-Bann. dem kann man ja auch gut, also ist ja ein vernünftiger Kerl, also mit dem kann man halt klarkommen. Ja. So, aber man wird nicht drum herum kommen, halt auch mal irgendwelche Pappenheimer zu haben. Ja, aber dann ist das auch gleich gegessen, das Thema. Dann schmeißt du die raus und fertig. So. So muss man sich da gar nicht lange mit aufhalten. Das spiegelt sich aber, glaube ich, auch ganz gut in der Serie wieder. Die Leute, die hat man dann ein Take gesehen und dann nie wieder. Ich habe ja die Folgen für die Best-Offs geguckt und da waren dann halt Leute bei, die... Oh, meine Kisten sind voll. Scheiße. Mist. Dann waren da auch Leute bei, die Da war einer, der hat kaum was gesagt, also war sehr schüchtern und sowas. Das macht den nicht zum schlechten Menschen, ganz und gar nicht. Aber das ist dann so eine Person, da verliert man sich dann wieder, weil die ist halt da. Und das war's das dann auch schon wieder. Da waren noch so ein, zwei Leute, mit denen kam ich nicht unbedingt klar. Hab's versucht, mit denen klarzukommen. Hat sich dann aber gezeigt, dass ich nicht mit denen klarkomme und dann hat man die auch nicht auch mehr oft gesehen. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Da müsst ihr schon die Folgen selber gucken, da kann man sich das fast schon denken. Bist du noch da? Ja, ich hab den Frage nur, weil ich irgendwie gerade derzeit immer so dann denke, du bist jetzt wieder rausgeflogen. Aber offensichtlich ging's ja bisher. Ja, erstaunlich. Muss an mir liegen. Ja, bin hier froh drüber, dass es wieder geht. Weil das ist echt nervig. Ja. Aber warte mal, das muss irgendwie vorhin passiert sein. Weil als ich vorhin hier zu... Das fällt mir gerade auf, wo ich gerade hier in den Bahnhof Lehe reingehe. Vorhin, als ich zu dir gereist bin, waren hier überall die Bilder noch geladen am Bahnhof. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind das einfach nur noch die leeren Rahmen. Ich glaube, ich muss nachher mal den Server neu starten. Mal gucken, ob das geht. Ich mach mal ganz kurz, solange ich dahin fahre. Einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und es laggt. Warum laggt es? Jetzt geht's wieder. Jetzt gehe ich nochmal einmal ganz kurz ein, zwei Sachen wegtun. Und ich glaube, dann muss das für heute auch erstmal reichen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen was an Material am Start, am Stissel, die Dissel. Regnet das gerade? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, in Real Life sind eine Minikraft. Weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Vielleicht drin bin. So, dann schicken wir mal die ganzen Samen in die Kiste. Und dann können wir uns jetzt so langsam daran setzen, die ganzen Sachen hier wirklich mal reinzuschmeißen. Hier. Ich würde vielleicht ganz gerne die Herzen, diese und diese und die Rith. Nee, wie heißen die denn? Necrotic Bone, ne? Die würde ich gerne nehmen. Dann würde ich ganz gerne eine Kiste benutzen. Ich
stelle ich einfach mal random hier hin und da würde ich dann ganz gerne den ganzen Herz-Stuff reinschmeißen. Dass man da eine Übersicht hat, was man gerade so hat für die Kanister. Dann sortieren wir das auch nach Rot, Gelb, Grün, Blau. Da kommen die Knochen. So, wir haben ein paar Wither Skeleton Skulls. Achso, jetzt habe ich noch ein paar Herzen vergessen. Ja, das war doch ein schönes Gesprächsthema. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das noch kommt. Jetzt habe ich die geklaut hier. Nicht so wild. So, das kann noch in die Maschine rein. Ich sehe, ich glaube, ich muss gleich was auslernen. Wenn ich jetzt hier nochmal das Bild reinschmeiße und jetzt nochmal den Link hier reinpaste. Safe. Nee, lädt er nicht. Warum lädt er das nicht? Ich starte nachher mal den Server neu, wenn es recht ist. Ja klar, kannst du machen. Sortiere nur nochmal ein bisschen die Kisten hier. Schon wieder über 1000 Blei nachproduziert. Verarbeitet halt jetzt so stückchenweise die ganzen Erze, die sich jetzt angesammelt haben über die Zeit. Ich habe die immer alle behalten, weil ich immer darauf gewartet habe, dass ich mal eine Verarbeitungsanlage habe, damit sich das auch lohnt, die zu verarbeiten. Und jetzt habe ich die, aber verarbeite ich halt Schritt für Schritt die ganzen Erze, die sich da halt angehäufelt haben. Und dann ist klar, dass sich da mal solche riesigen Vorkommnisse da bilden. So, Grafter haben wir hier. Wir haben hier so eine komische Exkritiere. Was zum Geier ist das? Exkritoire. Das wollte ich das gerade für dich in Chat schreiben, aber dies geschieht jetzt nicht mehr. So. Bist du jetzt noch da? Ich bin noch da. So, nochmal die ganzen Setzlinge. Ja, die Welt ist 31,4 GB groß. Danke, LG. Wer das wohl wieder war? Entschuldigung. Hihi, Entschuldigung. Shimona. Au. 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 Würde ich auch sagen, wenn ich mir voll in die Eier trete, damit meine Stimme ein bisschen hoch klingt. Weil das tut ja auch ein bisschen weh, ne? So, ich habe noch eine kaputte Spitzhacke. Ne, was ist das? Das ist eine AJ. AJ ist das. Das ist so ein Mix aus Spitzhacke, Schaufel und Axt. In einem Werkzeug. Das ist schon ziemlich crank. Meine Frau und meine Lieblingstochter sind jetzt an einem Ort, wo man sie niemals findet. Okay. Unterirdisch? Nee, in einem goldenen Lasso in meinem Inventar. Ah. Da gibt's einen lustigen Trick, wenn man OP ist. Kannst du mein Inventar löschen? Quasi, ja. Oh Mann. Eines Tages. Ja, aber ich muss ja ein Druckmittel haben, ne? Damit ja. Du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ja. Ich tu nichts, ich bin lieber Mensch. Ich küsse vielleicht mal deine Tochter, aber das ist ja nur so ein bisschen Geflirte, das ist alles gut. Außerdem bin ich ein guter Mensch. Ich würde dir nie etwas Böses antun. Okay. Ich date die vielleicht, lass die sich in mich verlieben und dann, dann gebe ich dir einen Korb. Okay. Ein Boot. Ein Stencil Table, der kann ja da rein. Ich habe Fackeln und eine Item Barrel. So, ein Durchlauf mache ich noch und dann muss das auch reichen. Aber das nochmal. Nochmal schön hier das reinschmeißen und das nicht, aber das kann da rein. Das kann da rein, das kann da rein.
Eine Sukuya-Tür. Wie sieht die hier aus? Das ist doof, weil das alles Vanilla ist. Irgendwas passt da noch nicht mit. Mit Malises Doors. Ich glaube, das überschreibt da irgendwas. Weil alle Türen Vanilla sind irgendwie. So, das ist Astral Sorcery. Das kann eigentlich in die Thronen rein. Das ist Chisel. So, das packe ich alles ins ME. Wieder ein paar mehr Materialien. Aber noch habe ich das nicht erreicht, die Grenze. Also heißt noch, hat man im E genügend Speicher. Ja, man das sieht, ist cool. Von den 1K sind jetzt... Oh, von den 1K sind echt viele schon belegt. Eine ist noch frei, eine ist so halb. Anderthalb 1K habe ich noch frei. Die ist deswegen schon voll. Das ist natürlich der Nachteil bei den 1K. Deswegen machen viele gerne 4K. Aber es ist gut, dass der direkt erstmal die 1K anschneidet, bevor der mit den 64K anfängt. Das finde ich gut. Der fängt also automatisch erstmal mit den kleineren Speichern an. Das ist ziemlich cool. Weil du musst dir das so vorstellen, jede Art von Speicher hat dieselbe Kapazität an Item-Typen. Das sind nämlich immer 63 Item-Typen. Also egal, ob es ein 64K ist, ein 1K, ein 256K Speicher, da passen 63 Item-Typen rein. Item-Typen heißt Cobblestone, Stone, was weiß ich, verschiedene Item-Typen. So, aber die Menge an Items, die unterscheidet sich halt da drin. Und weil ich anfangs jetzt vieles Verschiedenes reingetan habe, von dem man nicht viel hat, ist es gut, die auf die 1K zu speichern. Damit die 64K dann halt wirklich Platz haben für Items, die sich in Mengen vorfinden, wie Steine oder Glas oder Sand oder Dreck. Aber ich bin ja in Folge 700, da habe ich nur 3 Sand. Oh Mann, das kann doch mal passieren. Das waren bestimmt deine Gäste. Immer diese Gäste, ne? Ich glaube, wir lassen das mit Gästen. Die klauen immer nur Sachen. Ich lasse einfach keine Gäste mehr für mich arbeiten. Das geht nie gut aus. Ja, die werden selber genug zu tun haben. Ja. Kommt Black Quartz eigentlich in den Pulverizer oder in den Ofen? Offensichtlich kann ich die in Pulverizer stecken, gut. Ein bisschen Black Quartz. Ja, eine richtig schöne Farm bauen. I'm just gonna build a farm here and you build beep. Nee, aber ich werde mir wirklich eine schöne Farm bauen. Das war das allererste, was ich mir in Minecraft mal bauen wollte. Kann man auch eine Farm bauen? Ja, du kannst alles bauen! Warum raffen die Leute das nicht? Was? Kann man auch eine Scheune bauen? Nein, das geht nicht. Wir wollen jetzt mal hier nicht übertreiben. Mit ganz viel Fantasie kannst du ja eigentlich alles bauen. Du kannst dir vielleicht sogar einen Joint bauen. Ich habe mich mit Hater kurz geschlossen und wir sind der festen Überzeugung, dass in Python 3 eine Drogenmod reinkommen muss, in der du Hanf anbauen kannst und Meth kochen und sowas. Ja! Damit du da einfach richtig eskalieren kannst. Die geben dir dann halt positive Effekte, aber wenn die... Oh, jetzt habe ich das ins Falsche getan. Aber die geben dir dann halt, wenn das aufhört, die Wirkung auch negative Effekte und du kannst zu viel nehmen und sowas. Wir machen die Leute süchtig nach unserem Stoff und dann müssen die für uns... Dann machen wir uns die fügig, ja. Ja, alles klar. Wir fluten den Markt, indem die das alle kostenlos kriegen und wenn die erstmal abhängig sind, dann... müssen die für uns Auftragsmorde machen. Hey. Ich bin LOL. Du bist richtig LOL und so's.
Schmamsch. Aber nicht meme. So, meine lieben Freunde, jetzt bedanke ich mich aber wirklich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Take. Aber schreibt gute Kommentare. Schreibt Vorschläge für Themen. Gesprächsthemen. Ja, genau. Und bewerbt euch als Gast, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr meint, ihr kommt mit uns gut klar, dann lasst euch doch mal blicken. Sonst werdet ihr niemals jemanden ficken. Höchstens einen dicken.